Pablo Pommes, spanisches Kesselfleisch. Das wird gegessen in den Bergregionen in Spanien oder überall da, wo es den Bergen aufgeht. Wir fangen an, Zwiebeln anzubraten. Natürlich in Olivenöl. So, ein spanisches Kesselfleisch wird in solchen speziellen Schüsseln gekocht und auch mit so einem Umrührlöffel lässt sich relativ gut handhaben. Zwiebeln einfach schön glasig erst einmal anbraten. Zwischendurch mal richtig schön salzen, ein halber Esslöffel Salz. Das spanische Kesselfleisch wird mit viererlei Fleisch gemacht. Jetzt erst einmal Bauchspeck hinzu. Und hier mit den Zwiebeln vermischen und ein wenig anbraten. Unser nächster Schritt am Fleisch ist Rinderfleisch, ähnlich wie bei uns in Deutschland Gulasch, auch hinzu. Hier vermischen, verrühren mit dem jetzigen Fleisch. Süßen Paprikapulver und auch noch scharfes Paprikapulver, auch ein guter Esslöffel. Der letzte Fleischzusatz, jetzt nochmal Schweinekamm, einfach hier oben drüber legen. Füllen das Ganze noch einmal mit pürierten Tomaten auf. Lassen das jetzt noch mal richtig gut kochen. Dazu noch einmal zwei Knoblauchzehen geviertelt. Verteilen wir gleichmäßig hier in unserer Pfanne. Wichtig ist, dass unser Fleisch jetzt mit dem Tomatensud schön bedeckt ist und wir lassen das alles jetzt mal richtig schön mindestens 20 Minuten schön durchköcheln. Nach dieser Garzeit füllen wir das Ganze noch mindestens mit einem halben Liter Wasser auf. Auch hier lassen wir das jetzt noch eine gute halbe Stunde bis Stunde gut durchziehen. Zwischendurch Salz- und Pfeffergehalt einmal testen. Dazu kommen noch zwei große spanische Tomaten. Die werden im Endeffekt als Viertel oder Achtel geschnitten. Und jetzt noch einmal über das Kesselfleisch gelegt. So, unser spanisches Kesselfleisch kommt langsam zum Ende. Wie gesagt, man muss da Geduld haben. Es kann teilweise 2 bis 3 Stunden dauern, bis es richtig durchgezogen ist. Jetzt noch unser letzter Schritt. Wir löschen ab mit einem guten spanischen Rotwein. Könnt ihr ruhig 1/4 Liter reintun und noch einmal schön ziehen lassen. Ich bin der Meinung, es ist fertig, es ist super gut, super lecker. Pablo Pommes, das spanische Kochstudio. Das
spanisches Kesselfleisch vom Feinsten. Das spanische Kochstudio. Spanischer Spezialitäten. A Franke kocht Spanisch. A Franke kocht Spanisch.